Ja, liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ist wieder soweit, das Wochenende naht und ist wieder mal an der Zeit mit den News, E-Auto-News KW 43 2022. Ich weiß, ihr wartet alle schon, die sollt ihr auch bekommen, zumal wir ja diesmal ein langes Wochenende haben, weil da Montag Feiertag ist. Ja, ich habe auch viele Themen heute, also könnt euch das einteilen, könnt heute ein Stück gucken, könnt morgen ein Stück gucken, wie ihr wollt. Ich habe insgesamt 10 Themen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht oder macht es euch jetzt gemütlich. Trinkt auch so wie ich eine schöne Tasse Tee. Das ist übrigens diesmal Heidelbeertee. Ist auch mega lecker, aber Pfirsich schmeckt besser. Ja, aber darum soll es nicht gehen heute. Ja, ich noch lange hier großen Mist erzähle, weil ich am Anfang, um was heute alles gehen soll. Punkt 1, Schweizer Wasserstoffprojekt gescheitert, hat mir ein Zuschauer von euch zugeschickt. Schauen wir mal rein. Ja, es scheint doch nicht so richtig zu funktionieren mit dem Wasserstoff. Ja, dann gibt es wohl die ersten Aussichten, dass sich die THG-Quote wohl etwas verringert. Schauen wir mal da rein, ob das wirklich so kommt. Ja, dann ist autonomes Fahren auch in China ein unerfülltes Versprechen. Also es scheint irgendwie nicht damit zu klappen mit dem autonomen Fahren. Ja, dann eine Meldung, Bosch und ZF befürchten Ende des E-Auto-Booms. Ich habe hier FZ geschrieben, ja, aber ZF, ihr kennt es, der Getriebehersteller. Ja, denn Siemens stellt private Möglichkeiten ein. Ja, die haben ja mal für ihre Mitarbeiter das private Laden ermöglicht. Das machen sie nicht mehr. Ja, dann ganz überraschend, Stellantis schließt chinesische E-Auto-Fabrik. Oh mein Gott. Ja, dann wegen Teilemangel keine Reparaturen für Tesla Model Y. Also es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so, obwohl meiner ja Gott sei Dank repariert ist. Ja, dann gibt es eine Meldung, Tesla in Zukunft nur noch zu mieten und nicht mehr zu kaufen. Schauen wir uns auch mal an. Ja, dann natürlich, wie ganz anders sein, Ladepreise steigen kräftig an. Ich frage mich echt, wo das enden soll. Ja, auch da schauen wir mal rein. Ja, und dann ganz zum Schluss, ja, weiter Chaos bei Lieferdatum bei Tesla. Ja, also es nimmt kein Ende und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch zu einem halbwegs guten Ende kommen. Zumindest alle, die mit ihrer Bestellung durchgehalten haben. Das ziehe ich jetzt schon mal auf meinen Hut. Ja, das sind die 10 Themen, die wir haben. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Also dann, bis gleich. Ja, dann sage ich mal, willkommen zurück. Wir fangen gleich mal mit der ersten Meldung an und zwar Schweizer Wasserstoffprojekt gescheitert. Ja, das ist hier eine Meldung vom Elektroauto News und da geht es hier um LKWs. Ich mache das mal ein bisschen groß, dass ihr besser lesen könnt. Ja, droht das Schweizer Wasserstoff-LKW-Projekt zu scheitern? Ja, und das ist Hyundai mit betroffen. Auch ganz interessant, wusste ich gar nicht, dass Hyundai da am LKW-Sparte auch so aktiv ist. Ja, eigentlich wollte Hyundai bis 2025 in der Schweiz 1600 Wasserstoff-LKWs auf die Straße bringen. Ja, aber das Projekt scheint wohl nun aufgrund der Energiekrise im schlimmsten Fall zu scheitern. Und zwar ist das ein Joint Venture. Und das gründete darauf, dass Kunden die Brennstoffzellen-Lkw auf Pay-Per-Use-Basis leasen, also ohne Erstinvestition quasi. Und die ersten der bislang 47 ausgelieferten Wasserstoff-Lkw wurden Ende 2020 übergeben. Also die fahren ja schon zwei Jahre rum, ja. Kunden haben Berichten zufolge nun beklagt, dass Hyundai zuletzt Verträge für kurz vor der Auslieferung stehende Wasserstoff-Lkw storniert haben soll. Der Grund dafür sei die nicht ausreichende Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Und da haben wir schon den ersten Haken, ja. Ich meine, klar, das macht sowieso ohne grünen Wasserstoff überhaupt keinen Sinn. Aber eigentlich auch mit grünem Wasserstoff nicht. Aber natürlich ist das nicht ganz so umweltschädlich wie mit sogenannten grauen Wasserstoff. Ja, das Vorhaben sei ausschließlich auf die Verwendung von grünem Wasserstoff ausgelegt, was ja erstmal gut ist. Dann geht es ja weiter, aber sie haben aktuell mitgeteilt, dass der Hersteller mit den äußerst stark schwankenden Energiepreisen quasi keine über Jahre hinweg fixen Konditionen anbieten kann. Ja, das ist ja klar, das geht ja jetzt allen so. Ja. Die Auslieferung der Brennstoff-Lkw auf Deutschland zu beschränken, also planen sie es deshalb, wo es attraktive staatliche Förderung auch für konventionell erzeugten Wasserstoff und den Kauf von Wasserstoff-LKWs gibt. Also sieht man schon mal, das ist schon der erste große Fehler, ja. Das heißt, bei uns wird quasi auch, ja, konventionell ist ja der graue Wasserstoff, ja. Also wirklich völlig falsch, völlig der falsche Weg, ja. Man geht das einzustellen in der andere Richtung. Man tut einfach, okay, wo gibt es die größten Fördertöpfe und da gehe ich hin und das schöpfe ich ab.
Und ich weiß, das macht man auch als Tesla-Fahrer als Vorwurf. Aber ich erinnere dann, der gute Tesla-Fahrer hat den Tesla nicht gekauft, um irgendwelche Fördermittel abzuschöpfen, sondern weil er von der Antriebstechnik überzeugt war und weil es auch umweltfreundlich ist. Meine Meinung. Ja, das Projekt in der Schweiz soll aber weiterlaufen. Und da schreiben sie noch hier, die unvorhersehbaren Verwerfungen auf dem Energiemarkt seien laut HAM kein Grund dafür, das Projekt in der Schweiz komplett zu beenden. Alle Akteure im Schweizer Wasserstoffökosystem seien fest entschlossen, ihre Ziele weiter auszubauen und Lösungen zu entwickeln, um das Gesamtsystem an die neue Situation anzupassen. Derzeit soll die Produktionskapazität für grünen Wasserstoff in der Schweiz erhöht werden. Eine neue Anlage im Osten des Landes soll noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen. Aktuell gäbe es 11 Wasserstofftankstellen, die grünes Wasserstoff anbieten. 3 neue sollen demnächst eröffnen. Ja, also man geht diesen mittlerweile, könnte man sagen, irrsinnigen Weg, den geht man einfach gnadenlos weiter. Ja, ich sehe es immer noch als Energieverschwendung, ja, das in Wasserstoff alles umzuwandeln, die Energie mit der 3, 4, 5, 6-fachen Energie, die man braucht dazu. Also, sonst könnte man gleich fahren. Ja. Aber gut, ja, manche müssen erst eben ganz oft hinfallen, um zu merken, ich bin ja irgendwie falsch. Ja, und das scheint auch hier so zu sein. Ja, und dann gibt es noch ein paar interessante Kommentare. Und zum Beispiel hat hier jemand geschrieben, so, dazu habe ich was anderes gelesen, nämlich, dass die Wasserstofftrucks nur 300 Kilometer statt der versprochenen 400 Kilometer schaffen. Ist mit Vorsicht zu genießen, ich kann jetzt nicht irgendwie überprüfen, eben wie echt der Kommentar ist, als ob das wirklich stimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist ja so ein altes Thema, ja, dass man ja diese Reichweitenangaben sowieso meistens viel zu gut gerechnet sind, wie übrigens auch bei den Verbrennern, ja, was die Verbräuche betrifft. Ja, und deshalb die Kundentester unzufrieden sind, dann gibt es zu wenig Tankstellen, die auch noch sehr teuer und wartungsaufwendig seien. Baukosten 2 Millionen ohne die Wartungskosten, was wohl auch der Grund ist, dass der Ausbau stockt und wie im Bericht erwähnt, zu wenig echter grüner Wasserstoff. Interessant auch, dass im Vorreiterland Deutschland nur den sehr schmutzigen und viel CO2-Ausstoß hergestellten grauen Wasserstoff hatten, der auch noch gefördert wird. Ja, genau meine, das sehe ich ganz genauso. Schande über Deutschland, da fragt man sich schon, wo wohl der viele grüne Wasserstoff herkommen soll, wenn er derzeit schon ein Problem ist, läppische 47 LKWs damit anzutreiben. Und da hat er ja völlig recht, ja. Ja. Und dann geht es hier so heiß her und hin und hin und her und so weiter. Und ja, dann ist auch mal hier ein Hinweis. Ja, einer der Gründe ist sicher, dass die Wasserstofferzeugung in der Schweiz nicht so läuft wie geplant. Siehe auch dazu die Mitteilung hier zum geplanten Projekt bei Glattfelden. Ja, da gehen wir jetzt nicht mehr ein. Das würde dann zu lang werden. Ja, also ihr seht schon, das ist gescheitert und ich sag mal so, das betrifft nicht nur Wasserstoff. Ja, wir kommen nachher auch nochmal zu dem Thema autonomes Fahren. Ja, okay, das war's zu dem Punkt 1. Ja, war nicht viel heute, aber man sieht, es ist echt schwierig. Ja, Wasserstoff ist wirklich schwierig. Ja, ihr wisst das alle selber, ich muss da nicht näher drauf eingehen. Herstellung, Fahrzeuge, man braucht ja trotzdem eine Batterie und. Und ich habe auch mal früher gedacht, naja, Wasserstoff wäre vielleicht für LKWs eine Möglichkeit, aber auch das ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Und dann kommen wir zur nächsten Meldung. Die THG-Quote könnte sich verringern. Es deutet einiges darauf hin, aber ich glaube, es ist noch nicht klar, steht noch nicht so richtig fest. Und das ist auch eine Meldung hier von Autoflotte, habe ich auch noch nie hier thematisiert, also dieses Medium kenne ich eigentlich gar nicht. Und da schreiben sie hier, THG-Quote ab 2023 weniger Erlöse für E-Fahrzeuge, was jetzt zu tun ist. Und es ist gar nicht so leicht zu verstehen, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ja, ab 2023 werden Halter von E-Autos voraussichtlich geringere Erlöse aus der THG-Quote erzielen als im laufenden Jahr. Verantwortlich dafür ist der Referenzwert für Treibhausgase durch Strom. Ich muss erinnern, ja, ich habe jetzt erst vor kurzem meine THG-Quote bekommen, hat ein halbes Jahr gedauert, waren 375 Euro, freut man sich. Nimmt man natürlich gerne mit, ist ja schon das zweite Mal, ich es bekommen habe, ja, also das zweite Jahr. Mit ihm wird im THG-Quotenhandel berechnet, wie die am Markt gehandelten Tonnen an CO2-Einsparungen auf die jeweiligen Fahrzeugklassen und Ladestrom aus öffentlichen Ladesäulen umzulegen sind. Es wurde nun durch das Umweltbundesamt von aktuell 119 auf 135 Kilogramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Gigajoule für das kommende Jahr erhöht. Und dann schreiben sie, der THG-Quote bald etwa 60 Euro weniger. Ja? Und da schreiben sie, unter den neuen Bedingungen müssen sich E-Autohalter auf ein Erlöspotenzial im Bereich von 250 bis 350 Euro pro Jahr Pkw einstellen. Das sind etwa 60 Euro weniger als bisher. Ja, ich habe es nur bis 375 geschafft, also für mich wäre der Unterschied nicht so groß, ja. Und dann schreiben sie noch, das sei ein schmerzhafter Einschnitt.
Ja, ich sag mal so, ich mache das natürlich nicht. Aber klar, die gehen auch hier von Flottenkunden aus, wenn die ganz viele Autos haben. Die merken natürlich schon, die rechnen ja die Quote mit ein, das ist auch ganz klar. Das ist für die, gehört mit zu den Einnahmen, die sie quasi haben. Für Halter eines E-Autos könnte das zum richtigen Zeitpunkt der Vermarktung einen Unterschied von bis zu 30 Euro oder mehr machen. Die schreiben quasi, es gäbe aber eine Chance, dass der Wert nochmal etwas zunimmt. In den vergangenen Jahren sind die Marktpreise in den Wintermonaten in der Regel gestiegen. Ist also durchaus denkbar, dass es auch in diesem Winter so sein wird, dass quasi gemeint wird, dass man zum richtigen Zeitpunkt das vermarktet, auch nochmal mehr machen könnte. Ja, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht, wie für so vieles im Leben. Ja, ja, ich denke mal auch, es ist realistisch, sich ja im Hinterkopf zu behalten, dass die geringer wird. Aber ich sag mal, ich sehe es da ganz praktisch, ja. Auch eine kleinere THG-Quote ist besser wie keine THG-Quote. Ja. Also bin ich da wirklich sehr entspannt. Aber ja, man sollte es im Hinterkopf behalten. Okay, kommen wir zur dritten Meldung. Ja, autonomes Fahren, auch in China ein unerfülltes Versprechen. Und das ist eine sehr interessante Meldung hier von der Neuen Zürcher Zeitung. Und da kann man mal so richtig tief reingehen, ein bisschen tief natürlich nur, ja. Aber was da gerade in China alles so passiert, das ist echt eigentlich unglaublich. Aber am Ende funktioniert es doch nicht. Und während ich ja diese ganzen Meldungen zusammengestellt hatte, kam auch neue Meldungen dazu. Ich glaube, Ford ist komplett ausgestiegen aus diesen, also Ford und VW, die haben wir auch so ein Joint Venture gehabt. Die sind komplett ausgestiegen, jedenfalls Ford, VW noch nicht. Weil das Projekt, das die hatten, Robotaxi-Projekt, aus ihrer Sicht völlig gescheitert ist. Ja. Autonomes Fahren ist bisher ein unerfülltes Versprechen. Das könnte sich auch dank China gerade ändern. Wohl nirgendwo sonst verkehren so viele Robotaxis wie in China. Ja, Firmen wetteifern um Technologie, Städte um innovative Regulierung und so weiter. Ja, ob die Chips knapp werden, ist wieder eine andere Geschichte. Interessiert mich nicht so, aber... Wann endlich kommt die Revolution? Ja, Tesla verspricht das ja schon ewig. Seit Jahren versprechen Tech-Firmen, dass Autos bald keine Fahrer mehr benötigen. Dass Autobesitzer beim Fahren einen Film schauen können und dass Robotaxis den Nahverkehr umkrempeln. Ja, immer wieder wird die Erfüllung dieses Versprechens aufgeschoben. Zu komplex, zu teuer ist die Technik. Wenn eine Firma tatsächlich probeweise Robotaxis fahren lässt, dann nur in eng abgesteckten Quartieren mit wenig Verkehr. Da seht ihr schon, ja, es ist noch ganz, ganz, ganz weit weg davon. Ja, das könnte sich gerade ändern und das liegt ganz entscheidend an einer Reihe chinesischer Firmen. Eine von ihnen ist DeepRoute AI, ein erst 2019 gegründetes Startup. Es wirbt damit, als erster Anbieter weltweit Robotaxis im dichten Stadtverkehr zu betreiben, wenn auch nur außerhalb der Rushhour. Entsprechend gespannt bin ich auf eine Testfahrt. Das heißt, der Redakteur hat quasi mal dem Fahrzeug eine Testfahrt gemacht und die ist echt interessant. Ja, eine schwarze Limousine holt mich ab beim Messezentrum im zentralen Bezirk Fujian. Es ist ein amerikanischer Lincoln, finde ich auch interessant. Ja, ausgerechnet amerikanisches Auto, ja kein chinesisches Auto. Auf dem Dach ist ein Aufbau mit Sensoren montiert. Die Fahrt hat eine PR-Mitarbeiterin von DeepRoute organisiert. Hinter dem Steuer aber natürlich, also sitzt ein Fahrer. Ja, hinter dem Steuer, aber natürlich nicht am Steuer, sitzt ein Sicherheitsfahrer. Ja, Taxifahrt mit klaren Risiken. Ich sitze auf der Rückbank, vor mir erscheinen auf dem Bildschirm erstmal die AGBs. Man soll bestätigen, dass man wirklich ein Robotaxi nehmen will, das zwischen 18 und 16 Jahre alt ist. Ja, da haben wir schon den ersten Punkt. Das ist ja auch ein großes Thema, nicht nur was das Technische betrifft, ja, wie weit es umsetzbar ist, sondern durch auch das Juristische. Ja. Und ich sag mal, wenn ein Auto über die Straße fährt und von rechts... übertreibt man jetzt stark, von rechts kommt eine ältere Herrschaften auf die Straße gelaufen, von links ein kleines Kind und das Fahrzeug weiß, oh Gott, ich kann nicht mehr ausreichend bremsen, ich werde einen von beiden erwischen, für wen soll ich entscheiden, ja, was ist besser, was ist schlechter, also ich will auch nicht vor dieser Wahl gestellt werden, auf keinen Fall, ja, ich würde irgendwie noch versuchen, vielleicht noch zwischendurch zu zischen und mal richtig Gas zu geben, ja, ob das diese KI auch mal so beherrschen kann, das ist echt zu bezweifeln und wenn doch was passiert, ja, was ist denn dann, ja, wer kommt dafür auf, also auch das ist natürlich ein riesengroßes, weites Feld, was noch lange nicht geklärt ist, das kommt quasi noch dazu. Und hier sagt man sich, okay, dann unterschreibst du quasi, dass du wirklich ein Robotaxi nehmen willst, nach dem Motto, wenn deine Vollbremsung macht und du knallst gegen die Scheibe, bist selbst schuld, hast bestätigt, dass du das Risiko eingehst. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist hier zwischen 18 und 60 Jahre alt. Da frage ich mich, darf ich mit 61 nicht mehr im Robotaxi mitfahren? Warum nicht? War auch mal eine interessante Frage. Ja, und dass man sich möglicher Fehler von Hard- und Software bewusst ist. Ist natürlich nur krass, dass es die draußen an dem Auto, mit dem Auto interagieren, die haben nichts unterschrieben. Bei denen knallt es vielleicht oder die verunglücken vielleicht. Ja, dann fahren wir los zum Firmensitz von DeepRoute. Der mehrspurige Boulevard ist an diesem Mittwochnachmittag praktisch leer. Das Auto beschleunigt und bleibt plötzlich stehen.
Mitten auf der Straße, rund 100 Meter vor einer roten Ampel. Es bleibt unklar, warum. Der Sicherheitsfahrer muss dem Robotaxi auf die Sprünge helfen. Ab da fällt es ohne Zwischenfall. Wir biegen ab auf einen weiteren Boulevard, dann auf eine kleine Schlaufe zum U-Turn. Mehrfach will das Taxi sich in den Verkehr einfädeln und bricht ruppig ab, weil ständig weitere Autos kommen. Ein menschlicher Fahrer wäre wohl vorgeprescht oder hätte in Ruhe die anderen Autos abgewartet. Das ist auch der Punkt, was ich immer sage. Ja? Es reicht nicht aus, dass eine KI, ja, also das Fahrzeug quasi an sich, einfach nur ja, mit 1 und 0 sagt, okay, da kommt ein Auto, da kommt kein Auto. Ja? Ich kann jetzt fahren, ich kann jetzt nicht fahren. Sondern da passiert noch ganz viel dazwischen. Ja? Und dazu ist immer noch nur der Mensch in der Lage. Ja? Der Mensch kann einschätzen, zwischen diesen klaren Fakten kann er einschätzen, schaffe ich es noch mit starkem Beschleunigen oder wie auch immer. Ja? Und das wird eine KI wahrscheinlich nie hinbekommen. Also ich werde es nicht mehr erleben. Ja? Aber interessant, das mal so hier zu lesen. Ja, der Sicherheitsfahrer ist mit seinem rechten Fuß immer zum Bremsen bereit, die Hände sind nah am Lenkrad. Sein Job scheint noch mehr Aufmerksamkeit zu verlangen als der von normalen Chauffeuren. Also ich möchte es nicht machen, das macht garantiert keinen Spaß. Da ist ja selber fahren um Längen entspannter. Ja. Ja. Kraftvoll schleunigt das Robotaxi auf einer Brücke, dann parkt es in einem Industriepark, in dem die Brut seinen Sitz hat. Die Fahrt ist vorbei, meldet der Bildschirm. Wir haben 3,9 Kilometer zurückgelegt und dafür 14 Minuten gebraucht. Also es war echt nur eine ganz kleine Strecke. Ja. Allein in Shenzhen gibt es mittlerweile ein halbes Dutzend Anbieter von Robotaxis. Auto X stammt ebenfalls von hier und wirbt damit, die größte Flotte der Welt zu haben, mit mehr als 1000 Fahrzeugen. Allerdings verkehrt Auto X im ruhigen Bezirk Pingshan, weit weg vom Zentrum. Die Firma reagierte nicht auf Anfragen. Ist auch so ein Ding, ja, es ist auch wieder... Also im normalen Gewusel-Stadtverkehr ist es noch lange nicht möglich, ja. Und ja, warum die Firma nicht auf Anfragen reagiert hat, ja, ich denke mal, die haben selber noch Riesenprobleme, ja. Dann nennen sie noch ein paar andere Startups, die spare ich mir hier und so weiter. So, und jetzt wird's interessant. Die LIDAR genannten Lasersensoren nutzen eine hauseigene Software zur Wahrnehmung etwa von Fahrzeugen, Personen und Hindernissen. Und diese Firma hier, RoboSense, entwickelt auch eigene Computerchips, sogenannte System-One-Chips. Dadurch sind die LIDAR-Sensoren laut RoboSense keine reinen Datensammler mehr, sondern intelligente, kompakte Geräte, die zudem weniger anfällig für mechanische Fehler sein sollen. Ja, also ich sag mal jetzt, die Kameras im Tesla, das sind reine Datensammler, ja. LIDAR-Sensoren, sagt der Tesla, brauche ich nicht, ja. Radarsensoren brauche ich nicht. Einparksensoren brauche ich nicht, ja. Ja, also da sieht man schon, das sind zwei völlig entgegengesetzte Entwicklungen hier so ein bisschen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das bei Tesla ausgeht. Ja, ja, die LIDAR-Branche in China hat in den vergangenen Jahren, 2-3 Jahren, durch den Boom von Lieferrobotern einen Schub erhalten. Auch RoboSense verkauft LIDAR für automatisierte Logistik. Die Sensoren für Robotaxis seien im Vergleich leistungsfähiger, weil diese schneller führen. Ja. Weniger herkömmliche Autos nutzen zudem LIDARs für Fahrassistenten, aber sie sind von autonomen Fähigkeiten von Robotaxis meist noch weit entfernt. Ja, also so viel dazu. Also seht schon, in China ist da wirklich viel los. Da gibt es auch hier ein kleines Video. Wo da hier einparkt, dann sieht man schon, wie langsam die einparken. Ich kann es mal gucken, ob das hier geht mit dem Abspielen, aber ich glaube, es geht nicht. Nee, das spare ich mir. Ja, ich werde es vielleicht mal verlinken, könnt ihr es mal angucken. Da seht ihr schon, wie langsam das ist. Ich weiß nicht, das ist noch meilenweit weg. Ja, dann Baidus Robotaxi der Zukunft kann man im Apollo Park auch schon sehen. Es ist ein wuchtiger Wagen namens RT6. Das war da ja im Video oben wahrscheinlich. Genau. Fast so grimmig wie ein Kleinbus und das ja die Baidu-Mitarbeiter hörbar stolz. Den Fahrersitz haben wir einfach abgeschafft. Na schön, danke. Es gibt auch kein Lenkrad. An der Stelle des Sitzes könnte man künftig einen Schreibtisch oder eine kleine Karaoke-Anlage einbauen.
Geil, oder? Also ich arbeite nicht nur auf der Arbeit, ich arbeite auch noch im Auto, wenn ich irgendwo hinfahre. Oder mache eine Karaoke-Party. Das ist auch so ein Ding, ja. Das ist so ein bisschen das Versprechen, okay, du musst nicht mehr selber fahren in Zukunft und kannst in der Zeit machen, was du willst. Also mir macht Autofahren Spaß. Also ich will Auto fahren, ich will nicht gelangweilt wie im Zug aus dem Fenster schauen. Und ich will auch nicht am Schreibtisch sitzen und arbeiten und Karaoke ist auch nicht so mein Ding. Aber ja, das ist natürlich sehr subjektiv, ja, aber ich sehe jetzt hier nicht den Mehrwert, mal ganz ehrlich. Ich sehe den Mehrwert wirklich nur, ich bin älter, ich kann nicht mehr fahren, ich habe vielleicht keinen Führerschein mehr oder habe noch nie einen gehabt. Und ich muss irgendwo hin, ich lebe auf dem Dorf, ja, und man muss in die Stadt, muss zum Arzt oder sowas. Na, da ist ein Robotaxi prima, aber dann will ich als Rentner auch nicht am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Arbeiten machen. Und ich glaube, Karaoke ist auch mit 70 nichts für mich. Ja, ja, es ist schon, da sind schon so wirklich so die Vorstellungen so krass noch auseinander. Ja, also immer sehen, wie das enden wird. Ja, ja. Und dann schreiben sie noch hier, Baidu entwickelt Software und Sensoren auch für sogenannte intelligente Autos, die mit Verkehrsleitsystemen kommunizieren und hat es dank seiner Cloud, seinem Cloud-Geschäft, die auch dafür nötige Rechenleistung und dank seines Kartendienstes eigene Navigation. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja. Mich überzeugt davon. Und ihr werdet sehen, wenn ich noch so lange lebe, wenn wir alle noch so lange leben, was wir noch mal erleben. Aber ihr werdet an mich denken, ja. Das ist eine Grundvoraussetzung. Eine Grundvoraussetzung für autonomes Fahren ist Verkehrsleitsysteme, die kommunizieren. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, ja. Schilder müssen kommunizieren, Leitplanken, die Straße am besten auch noch, ja. Das heißt, man muss auch die Infrastruktur völlig dem anpassen. Und so wird auch die Entwicklung gehen, bin ich überzeugt davon. Man wird anfangen, spezielle Straßen zu bauen mit speziellen Verkehrsleitsystemen, wie es ja auch schon Versuche in Deutschland gibt. Ja, und dann wird man dort anfangen, autonom zu fahren. Und deswegen wird es auf Autobahn beginnen. Ja. Und dann wird es in Städten irgendwann auf Hauptstraßen gehen, vielleicht auf vierspurige Hauptstraßen, gibt es ja auch. Ja, aber das wird wirklich, also nur so ist es möglich. Und wenn das kommt, wird das Stück für Stück gehen, wird ganz lange dauern. Und wir werden das nie erleben. Also ich sag mal, leider, ich bin ja auch in 10, 20 Jahren nicht mal der Jüngste und da wäre ich vielleicht darauf angewiesen, auf autonomes Fahren, aber ich werde es nicht mehr erleben. Jetzt habe ich ja, ich habe meinen Latsch verloren. So, ich hoffe, noch, ja. Ja, und auch hier auch wichtig, ja, Cloud-Geschäft und eigener Kartendienst. Das ist ja so ein bisschen, wie es auch bei Tesla läuft, ja. Ja, und dann hier in Chongqing und Wuhan im Landesinneren verkehren seit kurzem erstmals in China Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer und zwar von Baidu. Ja, aber auch da glaube ich nicht, dass die überall fahren. Ja. Ja, natürlich klar, China, USA liefern sich ein enges Rennen. Ja, spannendste Wettbewerb in den USA. In Phoenix fährt Googles Waymo bereits seit 2019 ohne Sicherheitsfahrer, aber nur auf recht ruhigen Straßen. Wenn jemand von euch hier dabei ist, der schon mal da mitgefahren ist, das ist schon eine Weile her, seit 2019, würde ich mich echt mal freuen über einen Kommentar dazu, wie er das so empfunden hat. Über all dem hängt das Damoklesschwert der amerikanischen Exportverbote für Chinas Chipindustrie. Autonomes Fahren beruht auf künstlicher Intelligenz. Als führend gilt Nvidia aus den USA. Ist ja auch bei uns, jetzt sind die neuen Teslas, sind ja Chips von Nvidia verbaut. Ja, ja, und der Leader-Spezialist RoboSense wagt sich sozusagen gleich in die Höhle des Löwen, eröffnet diese Woche einen zweiten Firmensitz in den USA und will dort künftig Leaders produzieren als amerikanisches Unternehmen. Also man sieht, ja, die Firmen setzen noch voll auf Leader. Ja, und Tesla gar nicht. Ist echt eine krasse Entscheidung von Tesla. Ja, so viel zu dem Punkt. Ja, autonomes Fahren, also wie ich schon sagte, das ist noch ein ganz langer Weg. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 4. Bosch und ZF befürchten Ende des E-Auto-Booms. Ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema. Das wird doch hier von Golem genau eine sehr interessante Meldung. Ja, und da schreiben sie hier, Zulieferer befürchten Ende des E-Auto-Booms. Die Energiekrise und Inflation sind Gift für die Elektromobilität, warnen Topmanager. Ja, nicht nur für die E-Mobilität, das ist für alles Gift. Also, ja, für alles. Also, wenn wir uns nichts mehr zu essen leisten können, wenn es mal so weit kommen sollte, ich hoffe es nicht, ja, dann fahre ich auch nicht Auto, dann mache ich auch viele andere Sachen mit. Dann fahre ich nicht in Urlaub, dann fahre ich nicht ins Hotel, dann gehe ich nicht essen und, ja. Das ist kein Problem der E-Mobilität, ja. Ja, die Autoproduktion in Europa könnte einbrechen. Und da schreiben sie auch hier,
Von einer toxischen Mischung aus Energiekrise und Inflation sprach hier eine Sabine Jaskula, Personalvorständin bei ZF. Insgesamt werden die Neuwagenproduktion in Europa 2023 weiter einbrechen. Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn statt der erwarteten 18 Millionen Pkw branchenweit nur noch 11 Millionen Stück vom Band rollen. Und ich sage mal, 18 Millionen Pkw, da glaube ich sowieso schon lange nicht mehr dran. Ja? Der Zug ist abgefahren. Ja? Wir kommen noch zu den Preisen nachher später. Ja? Ja, dass die Bundesregierung ausgerechnet in dieser Krisensituation die Kaufprämie reduziert, während etwa Frankreich gerade eine Erhöhung angekündigt hat, hält Jaskula für einen Fehler. Der Wandel zu E-Mobilität wird sich so sicher verlangsamen. Ja, aber ich sag mal, selbst wenn die, ich finde das auch nicht gut, ja, aber selbst wenn man das nicht reduziert, die Inflation ist trotzdem da. Ja, und wenn sich daran nichts ändert, ja, dann nützt auch die Förderung nichts. Ja, denn ja, die wird was ausmachen, aber die wird dann nicht das große Highlight sein, ja. Und ja, der Wandel wird sich sicher verlangsamen, genau, hatte ich gerade gesagt, ja. Ziel der Ampelkoalition, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf Deutschlands Straßen zu bringen, sei kaum noch zu erreichen. Ja, schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen, ja. Ja, dann hier ein Verkaufsstopp für Benziner und Dieselautos im Jahr 2035, wie die EU ihn plant, hält er für mittlerweile für illusorisch. Aber heute kam die Meldung, heute oder gestern, EU hat es beschlossen, mit einer kleinen Hintertür. Und die Hintertür, das könnte noch, ja, also wir beschließen das erste Mal, aber wir schauen nochmal 2026, wie ist dann die Situation, und dann müssen wir überlegen, ob wir nicht vielleicht doch die Verbrenner mit E-Fuels wenigstens weiterlaufen lassen können und weiterverkaufen können. Ja, ich bin mal gespannt, ich meine, es ist ja prinzipiell immer gut, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, das ist mal richtig, ja. Wenn man dann sagt, okay, lass uns mal schauen in 3-4 Jahren, wie sind die Bedingungen jetzt, ist die Entscheidung immer noch eine gute oder nicht? Das ist dann im Prinzip eine gute Geschichte, ja. Aber wenn es dann nur darum geht, eine alte Technologie, die auch noch nicht umweltfreundlich ist und auch nicht ökonomisch ist, ja, E-Fuels, das irgendwie da noch reinzudrücken, um sich eine Tür offen zu lassen, das finde ich nicht schön. Aber gut, ist nun mal so, so ist das ja überall mittlerweile hier, ja. Ja. Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, müssten die bundesweit mehr als 14.000 Tankstellen nach Ansicht des ZF-Personalchefs schnell umgerüstet werden. Ja. Ansonsten wird der große Durchbruch für das E-Auto noch jahrelang ausbleiben. Ja, also wenn man sich echte Strompreise anguckt, dann habe ich ganz große Zweifel. Da gehen wir ganz viele Fragezeichen auf. Ja. Ja, und dann nochmal so ein Hinweis: Geringverdiener können nur selten ein Auto kaufen und auf Leasing- oder Sharing-Angebote ausweichen. Naja, das ist ganz klar. Ja. Wenn ich kein Auto mehr habe und ich habe doch mal eine Urlaubsfahrt, wenn ich noch leisten kann, oder eine Einkaufsfahrt, naja, dann muss ich mein Auto ausleihen. Ja. Ist immer noch billiger, wie ein Auto zu kaufen und zu besitzen. Ja. Ja, wenn das nicht vielleicht sowieso die Zukunft ist. So viel dazu. Also, ihr seht, ja, die Angst wird immer größer, dass die E-Mobilität ins Stocken kommt, und das sieht auch ein bisschen so aus. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Nummer 5. Ja, Siemens, die sind, die hätte ich fast gesagt, so fies, aber kann man auch nicht sagen. Ja, die sagen sich, Mensch, lieber Arbeitnehmer, ja, wir haben euch die Möglichkeit gegeben, bei uns kostenlos zu laden, ja, also die dort arbeiten, und das ist jetzt vorbei. Ja, wir gucken mal rein, dann gebe ich meinen Senf dazu. Ja, Siemens will private Lademöglichkeit für E-Autos einstellen. Ab 2023, also nächstes Jahr, also nicht mehr lange hin, sollen Siemens-Mitarbeiter ihre E-Autos nicht mehr privat an den Ladesäulen des Unternehmens laden dürfen. Ich sage mal so, die Glücklichen, ja, die das hatten. Siemens-Beschäftigte sollen ihre E-Autos ab dem Jahre 2023 laut einem Medienbericht nicht mehr am Arbeitsplatz laden können. Der Konzern habe eine entsprechende Betriebsvereinbarung, die zum Jahr sind auslaufen, nicht verlängert. Private Fahrzeuge können künftig weder gratis noch gegen Bezahlung geladen werden. Ja, ich sage mal, ist interessant, dass es eine Betriebsvereinbarung war. Ja, da bedarf es ja eigentlich nicht. Ja, man kann ja auch so als Arbeitgeber sagen, okay, könnt ihr machen. Gibt es da steuerliche Vorteile, steuerliche Anreize, und ich glaube, da gibt es auch keinen geldwerten Vorteil zu berechnen. Das wird auch irgendwann auslaufen. Ja, da ist es sowieso vorbei. Ja, und ich sag mal, ja, gratis ist okay, ja, Arbeitgeberentscheidung, aber auch gegen Bezahlung nicht, das finde ich ein bisschen eigenartig. Ja, ich meine, könnte man ja sagen, okay, ich mache euch einen günstigen Preis, aber gut, ich weiß, viele werden sagen, na, es ist ein Arbeitgeber, keine Tankstelle, ja, die Benziner haben auch nichts davon. Ja, habt ihr recht, ja. Ich gebe es ja schon zu. Ja, die Änderung der Lademöglichkeiten wurde den Mitarbeitern dem Bericht zufolge über das firmeneigene Internet mitgeteilt. Das Problem seien nicht die Kosten, sondern die Lieferprobleme für neue Ladestationen. Ja, ist ja interessant. Natürlich, da gehe ich nicht drauf ein, natürlich sollen Dienstfahrzeuge Vorrang haben, das ist ja auch klar. Der Wegfall der privaten Lademöglichkeiten führe zu Unmut, heißt es in dem Bericht, denn Mitarbeiter, und jetzt kommt's,
ohne Lademöglichkeit am Wohnort hätten sich darauf verlassen, bei der Arbeit laden zu können. Und das ist natürlich echt krass. Also ich meine, ja, die armen Leute, die hätten ja nie einen Arbeitgeber wechseln können. Ja, ich meine, du kannst ja nicht. Also das ist, das finde ich wirklich ein bisschen krass. Also diese Argumentation, den kann ich nicht nachvollziehen. Ja, klar, ist natürlich jetzt ein Bonus obendrauf. Ja, ich will mein E-Auto kaufen und jetzt weiß ich, Mensch, mein Arbeitgeber bietet mir das kostenlose Laden an. Prima. Noch mehr einen Grund zu kaufen, ja. Aber zu sagen, oh, na, was mache ich denn jetzt? Muss ich mein Auto verkaufen, weil ich kann da nicht mehr laden. Ich habe mich darauf verlassen. Das geht ja gar nicht. Ja, also. Sag mal, selbst schuld, sag ich da mal. Muss ich wirklich mal so sagen, ja. Hat natürlich auch noch andere Nachteile. Ja, man darf nicht vergessen, dass andere, die das noch gar nicht gemacht haben, die vielleicht überlegt haben, werden es jetzt auch gar nicht mehr machen. Ja, also haben ja nicht viele Arbeitgeber gemacht, einige. Man hätte so gehofft, dass alle anderen dann so nach und nach nachziehen. Dann kam die Krise, dann kam die extreme Strompreiserhöhung und dann hat sich quasi alles erledigt. Wenn jetzt die ersten anfangen auszusteigen, ja, dann war es das. Ja. Dann werden die alle nach und nach folgen. Ja, ist leider so. Siemens will seinen Fuhrpark zunehmend elektrifizieren und bis 2030 komplett elektrisch fahren. Siemens kündigt an, seine weltweite Flotte von rund 50.500 Fahrzeugen umzustellen und Ladestationen zu installieren. Ja, ich sag mal, auf der anderen Art sehe ich es auch so. Ja, wenn ich als Unternehmen sage, ich setze voll auf Elektromobilität, dann müsste ich es eigentlich überall leben. Also in meiner Firma, bei meinen Mitarbeitern, überall. Ja. Aber gut, das kann man nicht verlangen, kann man nicht voraussetzen, aber für mich würde das schon ein Stück weit zusammengehören. Aber gut, wenn natürlich die Wallboxen schwierig sind, da die Teile nicht ausreichen, ist auch wieder eine Problematik, ja, die eben da ist. So, kommen wir zur nächsten Meldung. Nummer 6. Stellantis schließt chinesische Fabriken. Und das ist so ein Punkt, ich sage mal so, da haben wir auch ein bisschen Sorge bereitet. Das weiß ich, meine mir nicht. Ich habe mein Auto, man ist ja aus China. Aber natürlich, wir wissen ja, Tesla ist auch in China. Ja, so sieht es aus. Das darf man nicht vergessen. Und ja, wenn jetzt hier Stellantis, und das, die machen ja Citroën, Peugeot und Co., ja, und dann schreiben sie hier, Automotorsport ist das, Stellantis erwägt Teilrückzug aus China. Es ist schon nur noch ein Teilrückzug. Konzernchef Carlos stellt die Autoproduktion in China in Frage. Komplett will aber die Marken Citroën, Peugeot und Co. nicht zurückziehen. So, am Rand des Pariser Autosalons überraschte der Portugiese, indem er vor Medienvertretern laut darüber nachdachte, keine Autos mehr in China produzieren zu wollen. Das habe mit der Asset-Light-Strategie zu tun, die Stellantis aktuell verfolge. Derart aufgestellte Unternehmen haben nur ein geringes Anlagevermögen in der Bilanz stehen, etwa in Form von Immobilien. Was für einen Autohersteller bedeuten könnte, eher weniger Werke im eigenen Besitz zu haben. Wenn wir diese Strategie weiterverfolgen, dann brauchen wir keine Werke in China. Ja, ich sag mal so, die Argumentation kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Denn ich sage mal, ich gehe mal davon aus, das Werk gehört denen, was sie da haben, egal wo, egal ob in China oder in Frankreich oder sonst wo. Und damit ist das stets eh mit in der Bilanz. Ja, und wenn die das zumachen und verkaufen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gebäude, aber gut, ja, es gibt da 1000 Tochtergesellschaften, es kann auch sein, dass das, so wird es auch sein. Sind wir mal ganz ehrlich, das Gebäude wird von der Tochterfirma gemietet, um wie auch immer sein, ja, das ist ja immer so. Okay, ich nehme das Teaser zurück, den letzten Kommentar, ja. Ja, und dann geht's weiter, ja, auch Jeep hat sein China-Werk geschlossen. Damals, und zwar ja, dass Tavares vor einem solchen Schritt nicht zurückschreckt, hat sich bereits Ende Juli gezeigt. Damals kündigte die Stellantis-Marke Jeep, also auch Jeep gehört mit zur Stellantis, das wusste ich noch gar nicht, an, sich aus ihrem chinesischen Joint Venture mit der staatlichen Guangzhou Automobile Group zurückzuziehen und das 12 Jahre betriebene Werk zu schließen. Ähnliche Schritte können sich für weitere Hersteller aus dem Konzernverbund ergeben, beispielsweise Peugeot und Citroën. So, und ihr ahnt bestimmt schon, ich ja auch, ich habe es schon gelesen, ich weiß es auch, aber ich habe es auch vorher schon geahnt bei dem Lesen des Textes, was natürlich ein ganz großer Hauptgrund sein wird. Und als Grund für die Jeep-Entscheidung nannte Tavares seinerzeit, dass sich die chinesische Regierung zunehmend in geschäftliche Entscheidungen einmischen wollte. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja, die haben natürlich eine andere Art von Kapitalismus. Also ja, klar, wir haben und die haben auch Kapitalismus. Das ist kein Kommunismus, um Gottes Willen, ja. Aber ja, da tut sich quasi die Regierung, ich nenne sie mal jetzt so, ja, man kann auch sagen, die Partei, die tun sich da natürlich mit reinhängen, ja, vielleicht nicht unbedingt nur zum eigenen Vorteil, sondern vielleicht auch zum Vorteil der Arbeitnehmer. Ja. Ist zu weit weg, bin ich zu selten da, kann ich schlecht einschätzen, ja. Und das mögen natürlich deutsche Unternehmer gar nicht, ja. Also... Ja, zudem habe der lokale Partner nicht das getan, was er tun sollte. Na, das ist natürlich dann keine gute Geschichte, ja. Aber auch, und jetzt kommt's, und das ist der springende Punkt,
Auch die weltpolitische Lage hat eine Rolle gespielt, speziell die Bedrohung Taiwans durch China. Wir wollen kein Opfer von Quersanktionen werden, wie es in letzter Zeit bei anderen Unternehmen in anderen Regionen der Welt der Fall war. Ihr wisst alle, welche Region er meint. Ja, so hat Konkurrent Renault Nissan beispielsweise seine dortigen Werte für symbolische Summen an russische Unternehmen und Institutionen verkauft und damit hohe Verluste eingefahren. Also jetzt geht es quasi hier Russland-Ukraine-Geschichte. Ja. Ja, und natürlich die Gefahr ist auch in China. Und da frage ich mich echt, wie das Tesla mal lösen will. Wenn das weiter eskaliert, also da bin ich echt mal gespannt. Ja, ja, dann noch hier, da ist eine Lachnummer, sage ich mal, ja, weiter zum Import nach China bereit. Ja, ich sage mal, China wird so eine Autos nicht mehr importieren müssen. Ich meine, die werden selber davon marschieren, ja, was den ihrer Fahrzeuge betrifft. Ja. Im chinesischen Markt sieht er immer noch mehr Chancen als Risiken. Die Produkte von Geely, Byte, GAC und Co. haben technisch aufgeholt und bei Elektroantrieben, Batterietechnologie sowie Software teilweise die Nase vorn. Das ist das, was ich gerade sagte. Ja. Die Marktanteile, die diese Hersteller erobert haben, musste Stellantis, Volkswagen oder General Motors in den letzten Jahren abgeben. Ja. Die haben die alle schon längst überholt. Ja. Also es ist alles nur eine vorsichtige Prognose. Ich bin ja nicht da und ich wollte mal nach China fahren. Das hat nicht geklappt und jetzt ist es auch fast unmöglich, immer noch fast unmöglich. Und wenn wir es mal vor Ort angucken, geht nicht. Ja. Aber ich sag mal, das, was man hier so liest und hört, ist so, dass die uns schon weit überholt haben und warum sollten die einen VW importieren? Ja, also oder ein Renault, ist jetzt egal. Ja. Ich will nicht sagen, dass ein VW ein schlechtes Auto ist, gar nicht. Ja. Ich war selber jahrelang VW gefahren, war sehr zufrieden. Ja, also ist schon interessant, was da abgeht. Und ich denke mal, das ist auch eine gewisse Gefahr für Tesla. Und da ist Tesla in der Form gut gemacht. Tesla gesagt hat, ich baue in Europa eine Fabrik, in Deutschland, hätten sie auch jetzt in Frankreich bauen, ist ja egal wo, ja, und kann damit irgendwann die Produktion in Europa fortsetzen und die werden vielleicht so clever sein, ja, dass die von Sanktionen wenig betroffen sind, weil die produzieren in China und verkaufen in China, ja, erledigt, und die produzieren in Europa und verkaufen in Europa und produzieren in den USA und verkaufen in den USA. Also ich sag mal so, dumm ist Tesla da nicht, ja. Ja, so viel zu der Meldung. Und dann kommen wir zum nächsten. Geht heute zügig von der Zunge. Nummer 7. Wegen Teilemangel keine Reparatur des Tesla Model Y. Ja, ist natürlich auch eine sehr traurige Geschichte und es geht vielleicht vielen von euch auch so. Und einige hatten auch in den Kommentaren geschrieben bei meinen Türen. Sie warten auch schon. Ganz interessant übrigens, wenn du derjenige bist, der gerade zuschaut, ja, mit den Türen und mit deinem Schweller, der ein bisschen doller kaputt ist, ich glaube, im November hast du, glaube ich, geschrieben, soll die Reparatur kommen, ist er jetzt bald, schreib mir mal, wenn es bald losgeht, würde mich echt interessieren, wie zufrieden du dann bist. Das ist eine Meldung von Tesla Mac und Tesla Mac selber hat ja auch einen Tesla, der hat ein Model Y und was schreibt er hier? Keine Teile, unser verhageltes Model Y ist zurück aus der Werkstatt, aber nicht repariert. Und ich sag mal so, das wäre auch mein Supergeil. Da gab es dann so ein Video, wo man gesehen hat, wo ein Tesla in den Hagel gekommen ist. Ja, und da war so schlimm, dass nicht nur die ganze Karosse zerbeult, sondern alle Scheiben zerschlagen. Ich glaube, ich wurde 3 Tage lang in der eigenen Heulen oder ich weiß nicht, ich wäre in der Psychiatrie oder was. Das wollte ich nicht ertragen. Ja, ja, Also, dass ich das nie erleben möge und ihr auch nicht. Das wünsche ich euch und uns allen. Ja. Und ihr war es nicht ganz so schlimm, zum Glück, sag ich mal. Ja. Nachdem unser Model Y in Italien durch einen Hagelsturm beschädigt wurde, kam es nun erst einmal unrepariert zurück. Dabei ging alles erst ganz schnell. Gutachtertermin, Werkstattanruf, Abholung des Fahrzeuges, erste Infos zur geplanten Ablauf der Reparatur dauerten zusammen nur ein paar Tage. Aber jetzt wird die Behebung des Schadens doch länger dauern und teurer werden. Ja, und da schreibt er hier, denn entgegen dem ersten Gutachten kann die Frankhaube nicht ausgebeult werden, sondern wird durch ein Neuteil ersetzt. Aus diesem Grund dürfte die Reparatur die Versicherung am Ende deutlich mehr kosten als die 3.100 Euro. Ich finde das sowieso sehr optimistisch, aber gut, ich habe das Fahrzeug nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Nach ca. einer Woche meldete sich die Werkstatt hier zurück mit einer schlechten Nachricht, dem nicht verfügbaren Ersatzteil für unser Model Y. Ja. Ein Lieferdatum konnte nach Angaben der Werkstatt nicht genannt werden, weshalb sie uns anbot, den Tesla für unbestimmte Zeit bei sich zu belassen und zu reparieren, sobald es möglich ist oder ihn zunächst unrepariert zurückzubringen. Da wir nicht dauerhaft und ohne jede Information über die Rückkehr ohne E-Auto sein wollen, entschieden wir uns für die vorübergehende Rücknahme mit Beulen rundum. Hätte ich genauso gemacht, ja, sieht scheiße aus, aber besser wie kein E-Auto. Ich bin ja auch mit meinen Türen, glaube ich, 4-5 Monate rumgefahren. Jetzt aber schreibt er noch hier, dass so ein Ersatzteillager für Tesla kommt. Und da schreiben sie ja, Ende September wurde bekannt, dass Tesla ein großes Gebäude im deutschen Südwesten mietet, das laut Stellenanzeigen als Lager für die Tesla-Versorgung dienen soll. Ja, ich sage mal, es ist nicht nur die Lagerproblematik, es ist generell die Problematik mit Ersatzteilen. Ja.
Aber ja, man kann nur jedem wünschen, dass der schnell besser wird. Ja, man kann ja auch morgen was anderes kann kaputt gehen, dass man nicht fahren kann und dann sitzt man erstmal da oder steht erstmal da. Ja, gibt es noch ein paar Kommentare dazu? Hier schreibt jemand, ist aber zurzeit leider ganz normal, dass jeder Hersteller hat Lieferprobleme. Für meinen Benz warte ich auf ein Elektronikbauteil, das auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar ist. Also seht, das geht sogar Verbrennern so. Oder hier schreibt der Nächste, Tür und C-Klasse, seit Mai nicht geliefert. Heckklappe Corsa, seit August kein Liefertermin. Also das ist echt schon krass, also das geht überall rum. Ja, ich kann es auch nicht hier verifizieren, ja, wie weit das nun stimmt, ja, aber nehmt es mal zur Kenntnis. Ja. Und, aber ich sage mal, es ist ja nicht weit hergeholt, dass da was dran ist. Ja, ich wünsche jedenfalls Tesla Mac alles Gute, dass es bald repariert ist und solange wie das Auto fährt, ist noch nicht ganz so schlimm. Ja. Okay, das zu dieser Meldung. Ja, und da sind wir auch schon bei Punkt 8, Tesla nur noch zu mieten. Ja, und auch das hat mir ein Zuschauer von euch geschrieben und gesagt, Mensch, guck doch mal hier, kann das sein, ist da was dran? Ich sage, habe ich noch nie gelesen, schick mir mal, hat er mir dann einen Link geschickt. Und ja, das ist ja eine Meldung von Energy AD, kenne ich gar nicht hier. Und die schreiben, Tesla E-Autos nur noch zu mieten. Das ist immer schon alt, die Meldung, gerade vom Februar 2022. Sollte ich eigentlich gar nicht so groß eingehen, denn das ist ja bis jetzt nicht passiert. Und da schreibt er hier, Elon Musk kündigt das schon lange an. In absehbarer Zeit wird Tesla keine Autos mehr verkaufen. Stattdessen soll es die Fahrzeuge nur noch im Abo geben. Voraussetzung ist, dass sie komplett autonom fahren können. Okay, eigentlich brauche ich gar nicht weiterzulesen. Erstens, die Meldung ist schon alt. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ja, und zweitens, ja, autonom fahren ist noch weit weg. Und drittens, ja, schreibt ja, was schon Ende 2022 der Fall sein soll. Ja, also es ist echt mal interessant, doch mal die alten Meldungen mal zu lesen. Das wird bestimmt so eine Lachnummer. Und dann hat auch noch angekündigt, $25.000 Tesla erst auf Eis gelegt. Ja, ja, dann kommt die Meldung, Tesla plant eine Robotaxi-Flotte und. Was wird aus dem Billig-Tesla für $25.000 und. Ja. Ich glaube, das brauchen wir nicht weiterzugehen. Also, das kann mal kommen. Ja, ich meine, es ist ja sowieso so ein bisschen geht es ja in die Richtung, dass man sich sein Auto noch leiht, wenn man es braucht. Ja, das wird auch passieren. Auch überzeugt davon, der Trend geht weg vom Besitz eines Autos. Ich lebe da quasi noch in der alten Welt, aber mir macht es noch Spaß, mir gefällt es auch so. Ich will es auch so haben, aber ja, das wird der Trend wird weggehen. Und viele junge Leute haben auch gar keine Fahrerlaubnis mehr. Ja, und das ist so, ja. Aber ja, konkret ist da noch nichts, meiner Meinung nach. Und da können wir den Punkt auch schon abhaken. Und kommen zu Nummer 9. Ladepreise steigen kräftig. Und das ist echt eine sehr unschöne Geschichte. Und da habe ich hier mal Nummer 2 Meldungen rausgenommen. Und zwar einmal Leipziger Stadtwerke ist ja gleich hier. Die haben ihre Preise, ich sag's mal, aus meiner Sicht drastisch erhöht. Die haben die Preise bis zu 35% angehoben fürs Laden. Ja. So, und dann habe ich mal, ich fände es mal hier ein, das ist hier ihr Preisblatt, das ist gültig bis 31. Dezember 2022. Und da kann man hier sehen, ich fange mal hier oben an, wir machen mal AC-Laden, ja. Da gibt es quasi diesen Vorteilspreis an dieser Ladesäule, wenn man da guckt, der 3, das bedeutet, der Vorteilspreis gilt für Kunden, die einen bestehenden Energieliefervertrag mit den Stadtwerken Leipzig haben. Also wenn die quasi einen Strom- oder einen Gasvertrag haben, ja, dann könnt ihr hier für 34 Cent laden, bis Dezember 22. Ja, wenn man dann weiterguckt, dann sieht man, dass das steigt auf 49 Cent, also wir bleiben beim Bruttopreis, ja. Also das ist doch echt krass, ja. Also ich ramme das mal ein, ja, also von 34 auf 49, das ist echt heftig, 50 Cent, dann bin ich auch noch dort Stromkunde, ja. Aber ist noch nicht alles, dann geht es ja weiter, dann hat man hier regulärer Preis, wenn man quasi eine Ladekarte hat, ja, dann ist man hier bei 43 Cent und zukünftig bei 58 Cent, bei fast 60 Cent. Und wir wissen ja so, ich glaube so ab 50 Cent ist die Grenze überschritten, wo es ein Verbrenner wieder günstiger ist. Ja, wir lassen meist die ganzen anderen Geschichten weg. Wartung, Steuer und so weiter, ja. Aber das ist trotzdem schon heftig. Das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange, ja. Ja, und dann haben wir noch den dritten Preis und das ist dann Roaming-Preis, ja. Da war man schon bei 50 Cent, das war schon relativ teuer. Wenn man dann guckt, ist man jetzt bei 65 Cent und das ist auch happig. Also das ist wirklich erschreckend. Also ich sag mal so, das hat sich eigentlich erledigt. Ich lade zu Hause 28 Cent. Gut, bei Tesla kann ich eh noch umsonst laden, ja, aber also ich werde da nicht mal laden, wirklich nur, es wird sich einbürgen, wird nur noch im Notfall die Ladesäulen machen. Das sieht man überall, auch hier bei uns in der Stadt ist es genauso, ja. Da sind die Ladesäulen alle immer leer jetzt, ja. Und dann gucken wir mal weiter, da gibt es noch DC-Ladestationen, ja, also Schnellladen, ja, und wenn man dann quasi
bei den Stadtwerken noch einen anderen Vertrag hat, ist man hier, war man bisher bei 60 Cent, ist noch bei 60 Cent, 59. Und, nee, halt, nicht vermehrt. Also zukünftig 59 Cent, bisher waren es 44 Cent. Ja, also auch ein ganz schöner Sprung. Dann regulärer Preis, das heißt, man hat in der Karte der Leipziger Stadtwerke 53 Cent, 68 Cent, 70 Cent kann man sagen, ja. Und dann, man macht Roaming an der Ladesäule, da war man bei 60 Cent, was schon sehr teuer ist, ist jetzt bei 75 Cent. Das heißt, der Durchbruch zu 1 Euro steht kurz bevor. Und jetzt überlegt mal, da haben wir bald Preise wie für einen Liter Benzin. Ich weiß, es ist noch weit weg, sind wir jetzt bei 1,80 oder so, aber es ist doch Wahnsinn. Ja? Und ich sag mal, wie gesagt, ein E-Auto verbraucht im Schnitt, sag ich mal, seid ihr bei 20 Kilowattstunden. Das ist, sag ich mal, 20, das ist, wenn man damit rechnet, auf der sicheren Seite, ja. Ihr habt mal weniger, ihr habt mal mehr, im Schnitt, sag ich mal, 20. Jetzt rechnen wir mal hoch, ja. Wenn wir 1 Euro haben, 20 Euro. Das ist Wahnsinn. Also Autofahren scheint wirklich echt zum Luxus zu werden. Ja, das war ja mal Leipziger Stadtwerke, ist auch noch nicht alles. Da habe ich noch ein anderes Beispiel, und zwar Hyundai. Und zwar ist das hier eine Preistabelle, wenn man quasi selber Hyundai hat und dann diese Hyundai-Karte auch hat. Und auch da gibt es eine kräftige Erhöhung, ja. Und das ist natürlich auch krass. Und da sieht man hier, dass man, ich mache es mal ein bisschen größer, dass man quasi hier, also Grundgebühr, man muss 5 Euro im Monat sowieso nochmal bezahlen, ja. Und dann hatte man bisher 39 Cent, hier so, 39 Cent pro Kilowattstunde. So, und ab dem 1., ich mal gucken, 1., genau, ab dem 1.12., die erhöhen jetzt schon zum 1.12., das habe ich noch gar nicht gesehen, ab dem 1.12. steigt er quasi um 44 Cent, was jetzt nicht so krass ist, ja, aber ist auch eine Erhöhung. So, DC-Laden war da bisher bei 59 Cent, wir reden mit Vertrag, mit 5 Euro Grundgebühr, und steigt in Zukunft auf 79 Cent. Das ist echt krass, und das ist Ionity-Preise. Ja, sieht man auch, Ionity sowieso, also ist der gleiche Preis wie bei Ionity. Ja. Ja, also das ist wirklich heftig. Mein lieber Scholli, das hätte ich nie gedacht, dass die Preise so schnell so steigen, und vor allem schon dieses Jahr schon zum 1.12. erhöht Hyundai. Es ist wirklich krass. Ja. Und das wird eben keinen Dienst tun, ja, wenn man jetzt einen Verbrenner hat und wird sich sagen, naja gut, aber die Autos sind teuer, die sind schwer zu kriegen, die Strompreise steigen noch weiter, wenn ich mein Auto vielleicht in einem halben Jahr kriege, weil weiß man da die Strompreise, dann haben wir bestimmt schon 1 Euro geknackt und dann war es das. Und ich sehe schon ganz deutlich, ich werde meinen wieder irgendwann verkaufen müssen und holen mir einen E-Roller. Das war auch elektrisch, ja, aber der verbraucht viel weniger und es wird im Winter dramatisch, ja, im Sommer macht es Spaß, aber da ist dann wieder der Verbrauch so stark, dass man dann ja auch 1 Euro bezahlen kann. Es ist Wahnsinn, es ist echt Wahnsinn. Das tut mir so weh, ja, dass dadurch diese E-Mobilität so stark gehemmt wird. Es ist wirklich unglaublich. Ja, so viel zu dem Thema. Dann kommen wir zum letzten Thema, Nummer 10. Mensch, so schnell waren wir, glaube ich, noch nie. Und da haben wir hier einen Kommentar. Einer von vielen natürlich hat geschrieben, ja, Lorenz, ich habe gestern meine Model 3-Bestellung 60 kW Batterie storniert. Ja, also auch wieder einer, der sagt, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Und das kann ich wirklich nachvollziehen. Ja. Soweit ich gehört habe, hat Tesla alle Lieferdaten rausgenommen, alle gelöscht, hat irgendwas anderes stehen, also kein konkretes Datum mehr. Ich kann es ein Stück nachvollziehen, da war viel Spekulation im Spiel. Ja, und die Leute wurden verrückt gemacht, ja, alle 2 Wochen ein anderes Datum. Aber natürlich, irgendwann platzt allen der Kragen und irgendwann reißt allen die Geduld. Und das ist auch einer von bestimmt vielen, ja. Zur Vorgeschichte. Ich hatte am 21.03., also im März, für 43.900 Euro die Bestellung platziert. Also vor der Preiserhöhung um 7.000 Euro. Dann bis Oktober nichts. Seit Oktober im Account 12. bis 31. Dezember voraussichtliche Auslieferung. Jetzt kommt's. Seit letzten Mittwoch, Mai 23. Das war's für mich mit Tesla. Die spekulieren, dass ich jetzt für 51.000 Euro bestelle, weil der wollte laut Homepage im Jahr 23 kommen. Ab nächste Woche wird wieder getankt. Ist eine sehr schlechte Entscheidung, aber eine nachvollziehbare natürlich. Ja. Aber ich sage mal so, es ist vielleicht auch nicht so eine schlaue Entscheidung. Ja. Man kann sich ja jetzt umorientieren, gar kein Thema. Und ich weiß, dann, ja, das Geld muss man auch erstmal haben. Aber natürlich schenkt man Tesla 7.000 Euro. Ja. Denn auch wenn wir die Geschichte haben mit diesen Sensoren, ja, und wenn wir das mit dem Radarsensor haben, mit den Parksensoren, die alle so wegfallen, ja, und der Verdacht besteht, dass es vielleicht das Auto schlechter wird, kann ja sein, ja, aber trotzdem ist es so, ich meine, je länger das dauert, was nicht schön ist, aber ihr bekommt dann zu dem Zeitpunkt
in der Regel das modernste Auto noch für den alten Preis. Und das würde ich Tesla echt nur ungern schenken, ja, denn dieses Auto verkaufen die eiskalt an den nächsten und zwar für 53.000 Euro, ja, das ist klar. Ich weiß, es hilft dir Lorenz nicht weiter, ja, und ich kann es auch verstehen, irgendwann hat man den Kanal wirklich voll, muss ich umorientieren, aber das ist genau das, was Tesla erreichen wollte wahrscheinlich, ja. Also die freuen sich über jeden Tag schon mehr. Das ist ein Auto mehr, was sie anderen ausliefern können. Ja? Und die werden wirklich zuerst die bedienen, die wahrscheinlich die, und das ist eine Riesenschweinerei von Tesla, die mehr bezahlt haben. Ja, ja, ich wünsche aber trotzdem, ihr bekommt alle euer Auto. Und ich habe auch wirklich den großen Verdacht, dass es noch dieses Jahr alles klappt. Es sollen wohl mehrere Schiffe unterwegs sein, mehr wie sonst. Und alle hier von dem deutschen Markt. Und ich drücke euch die Daumen ganz fest, ja. Ja, und jetzt nochmal zum Abschluss nochmal ein interessantes Foto hier, kann man mal sehen. Auch so kann man sein Auto laden, ja, auf der Straße, wenn man keine Möglichkeit hat. Man hat einfach hier so einen Kran und dann kann man drunter durchlaufen, alle Fußgänger, ja, man behindert niemand. Und ob das zulässig ist, ich weiß es nicht, aber es ist, sage ich mal, eine sichere Methode. Und das Kabel hängt nicht mal im Dreck. Also auch das ist möglich, fand ich echt lustig. Habe ich in einem WhatsApp-Chat gesehen und musste ich euch mal zeigen. Ja. Also wer ein eigenes Haus hat, baut sich so ein Ding ran und dann ist alles klar. Ja. Okay, das war's mit den News KW 43 2022. Ich hoffe, es war ganz interessant für euch. Schreibt gerne mal euren Input dazu in die Kommentare, was ihr von dieser jeden Meldung haltet, wo ihr sagt, ey, da liegt es ganz falsch oder ja, das sehe ich genauso. Ja. Eure Lieferzeiten, die sind immer wieder spannend. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Auch schreibt da mal rein, wenn ihr da Kapriolen erlebt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß im Netz. Denkt dran, hier meinen Kanal einen Daumen nach oben zu klicken. Abonnieren natürlich, ganz wichtig. Ja. Und dann wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.